Ist das aufregend? Eurotag-Simulator kommt, wenn das Addon kommt. So, jetzt geht's los. Jetzt bin ich mal gespannt. Boah, ist das geil. So, die Würfel fallen. Aljasund Jagta. Jagtasund Alja. Alja Jagtasund. So rum. Und ich glaube. Wieso? Es gibt doch schon zigtausend Millionen Folgen ETS in meinem Kanal. So, und das ist hier Trainingroutine. How difficult was is puzzle? Bla bla bla. Okay. Just right, sagen wir mal. Did you find this puzzle interesting? Yes. Did you have fun solving the puzzle? Yes. Okay. Nächstes Spiel. Nee, Moment. Achso, da kann ich jetzt für dieses... Training Routine 2. Okay, los geht's. So. Okay, wir gucken uns um. Ich wollte mich gerade aufregen, aber der Saladok hat das gerade schon geklärt. Schönen Dank auch. Was haben wir denn jetzt? Moment. Plattform, Conveyor, Welder. Wie Welder? Was ist das denn? Hä? Ach Gott, wird das kompliziert. Ah, hier ist eine Anleitung. Guck mal. Genau, das bin ich. Und ich frage mich, hä? Was ist denn ein Welder? Ein Welder verbindet zwei... Warum tut er das? Wieso tut er das? Keine Ahnung, was er da tut, aber er tut das. Wie habe ich denn jetzt... Ach, hier habe ich das gemacht. So, Conveyor Platform, Welder. So, wir müssen... Moment, wo ist denn hier erstmal da? Erstmal gucken hier. So, hier oben kommen raus die Klötzchen mit dem Quadrat in der Mitte. Die müssen hier hin. Und hier kommen raus die mit dem Klötzchen ohne. Im Moment sehe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht, wozu wir dieses neue Teil brauchen. Aber da kommen wir bestimmt noch zu. Ich lege jetzt erstmal die Klötze so aus, wie ich meine, dass es funktioniert. Moment, war ich da zu tief? Oh. Moment, welche waren das? Das waren die... Die genau, die waren das. So. Nein, eins zu spät. So. Also bis hierhin, meine ich, sollte das so funktionieren. So, und dann haben wir hier das Ganze nochmal in schön. Und da... Nee, wir müssen ja einfach nur hier rum. Also so rum. Dann hier runter. Dann von hier... Gucken, ob das funktioniert. Moment. Genau, ich muss ja hier noch zu Ende bauen. So, also vom Prinzip her glaube ich mal, das würde jetzt schon so funktionieren. Genau. So, jetzt will ich aber... Was? Jetzt will ich ja wissen... Mäh, mäh. Da war so ein Fehler drin. Ich verschiebe mir in dem Chat. Da wurde gerade gewünscht, dass ich den Chat mal verschieben möge. Wohin schiebe ich den denn mal? Ich schiebe den mal... hierhin vielleicht? Keine Ahnung. So, was ist falsch? Hover over an error to see... There should be a block... Was? Aha! Aha! Die müssen gleichzeitig ankommen. Am I right? Tun sie doch. Ach, die müssen verschweißt da ankommen. Okay. Toll. Wie mache ich das denn jetzt? Hallo? Also dann müssen wir erstmal das hier wegmachen. So, dann drehen wir den mal nach da. Und hier machen wir das auch weg. Ich kenne das Spiel nicht, also ich spiele das blind, ne? Heißt das ja, glaube ich. Kam auch gerade schon im Chat die Frage.
wo ich die denn bitte schön geschweißt habe. Der Herr Garderol. So, drehen, drehen, drehen. Ich weiß noch nicht, wie der Wälder funktioniert. Also, toll. Moment, wir gucken das nochmal an. Also. Kann ich nicht verstehen, was damit gemeint ist. Gut, finden wir raus. Wir stellen jetzt einfach mal hier hin und gucken mal, was passiert, wenn da jetzt ein Block drüber fährt. Und hier tun wir auch einen hin. Ich habe ja keine Ahnung, was ist das denn hier dann? Ist auch Wälder. Ist das einmal ein horizontaler und einmal ein vertikaler? Verstehe ich nicht. Aber wie wälde ich denn hier? Wir gucken mal, was hier jetzt passiert. Habt ihr da eine Idee? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe hier keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Die Blöcke vor dem Welder werden zusammengeschweißt. Hä? Nee, das, so funktioniert das nicht. Ja, Michael, so eine Folge ist in der Tat geplant. Der Basel hatte dazu die Idee und das werden wir mal machen. Das wird ein Spezial bei Garda Live werden. Weil es einfach so viele Dinge gibt, die man auch in der Tat beachten muss. Da könnt ihr mir dann alle eure Fragen mal stellen. Und dann schauen wir mal. Ob man da nicht so ein paar eurer Fragen dann auch klären kann. So, mal gucken, ob man so irgendwas welden kann. Ich habe keine Ahnung, wie soll das gehen? Ja, mir ist klar, dass ich zwei brauche, aber wie fügen die denn dann die Blöcke zusammen? Und wo müssen die stehen? Ich verstehe das nicht. Okay, jetzt verstehe ich, weil es ist ja auch schon auf dem Bild gezeigt, ne? Zwei Wälder, ne? Hätte ich nur mal gucken müssen. Herr im Himmel, da werden wieder bei einigen jetzt die Begeisterungsfalten im Gesicht stehen. So, wir gucken mal, was jetzt passiert. Ich muss jetzt erstmal wissen, ob er die jetzt so zusammenschweißt. Zack, genau, so schweißt er die zusammen. Jetzt haben wir das Problem, jetzt müssen die aber noch da hoch. Das heißt, das ist sowieso alles falsch hier. Das müssen wir also mal wegmachen. Denn wir müssen ja jetzt auch die fertig zusammengeschweißten Blocks, die müssen wir hier hin transportieren, ne? Sehe ich soweit richtig, sehe ich richtig. Das heißt, wir bauen das mal hier hin, das bauen wir da hin und dann bauen wir die Wälder hier hin. Das war kein Wälder, das ist ein Wälder, den bauen wir da hin und da hin. Und dann bauen wir die neuen Förderbänder, bauen wir hier hin. Da schreit gerade einer mit Tränen in den Augen, eins höher machen. Glaube ich nicht. Ich glaube, das funktioniert so, wie ich das vorhabe. Wollen wir mal gucken, ob du zu früh geweint hast oder ob das funktioniert. Das wollen wir ja mal jetzt herausfinden hier. So. Es wäre ja doch gelacht, wenn ich hier gar nichts kann. Nee, Moment. Es wäre doch gelacht, wenn ich nicht irgendwas kann. So. So, drehen. Zack, 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 zack. So, wollen wir mal gucken, ob es geht. Und? Schweißen? Also wenn ich die beiden hinteren drehe, wie gerade vorgeschlagen wurde, dann werden die wahrscheinlich vorm Schweißen rausgefahren, oder? Wenn der Schweißen schnell genug ist, dann geht es, ne? Ja, wir haben es geschafft. Wir sind so gut. Sehr gut. Dum, dum, dum. Just right. Yes, yes. Nächstes. Ach Gott. Puzzle 3. Training Routine 3. Los geht's. Ey, irgendwie mache ich das Spiel. So, jetzt versuche ich mal das sofort zu verstehen, was hier gemeint ist. Also, wir haben ein Männchen. Das hat einen, hier den Block.
den hier in der Hand. Marvin der Gamer, Gardafehl Nummer 2. Was habe ich denn falsch gemacht? Schreib's mal. So, hier wird transportiert. Hier wird... Ah, genau. Damit kann man erreichen, dass wenn ich dass die da anhalten und dann weiter transportiert werden, wenn von hinten einer weitergeschoben wird. Das bedeutet... Was bedeutet das? Das bedeutet meiner Meinung nach, dass wir damit so drei Klötze zusammenschieben können, glaube ich. Wir probieren das mal. Das heißt, also, wir fangen hier an. Dann müssen wir jetzt was bauen, wo die Klötze geschweißt werden und dann in einem Stück durchgeschoben werden können. Dann probieren wir mal. So. Und dann hier in einem durch. Und dann bauen wir hier... Dann bauen wir hier Wälder an die Seite. So. So. Und... Ah, ich glaube... Nein, ich glaube, da kriegen wir ein Problem. Und zwar... Und zwar kriegen wir dann das folgende Problem. Dass erst zwei verschweißt werden. Und dann schon der dritte wegtransportiert wird. Gucken wir mal. So. Zack, drei. Falsch. Nee, das funktioniert nicht. So werden vier rausgeschweißt. Warum werden so vier rausgeschweißt? Eins, drei. Und jetzt müsste er doch schon... Also die Idee... Leute, jetzt mal ganz im Ernst. Die Idee war doch schon mal gut, oder? Ich könnte mir vorstellen, wenn wir den hier zum Beispiel wegmachen und da ein Förderband rein, könnte es funktionieren. Nochmal. Ha! Jawohl! Geschafft! Ey, das Spiel ist so geil. Ich hab das... Irgendwer hat mir das empfohlen und ich dachte, hä, Klötze und schon wieder hier so das und guck mal wie. Das ist irgendwie geil. Jetzt stellt euch mal vor, was man damit alles bauen kann. So. Und dann haben wir hier noch Performance Review. Solve 2 mehr Puzzles. Zum ersten Mal Training Routine 4. Ihr seht also schon, ich fürchte mal, allzu lang wird dieser Abend nicht werden. Weil es gibt noch nicht so viel mehr, glaube ich, Rätsel. Oder schalten die sich dann hier frei? Also wenn hier sich neue Rätsel freischalten, was ihr jetzt kaum sehen könnt, das wäre natürlich cool. So. Mal gucken, was jetzt kommt. Ist hier wieder so ein Männchen mit einer Tafel, wo ich was lernen muss? Nee, ne? Gott sei Dank. Haben wir Glück gehabt. So. Was haben wir denn hier? Wir haben einen ausgefüllten... einen ausgefüllten Block. Und einen... Wenn euch das gefällt, dann müsst ihr jetzt allen euren Freunden sagen, guck mal, der Garderol spielt ein total cool neues Spiel. Schaltet mal Twitch ein. Guckt mal auf twitch.tv/GarderolHD. Voll cool. Der Typ ist cool, das Spiel ist cool. Ne? Weißt Bescheid. Okay, hier müssen wir die Blocks übereinander anliefern. Übereinander. Ach du lieber Gott, wie soll ich das denn machen? Da habe ich jetzt überhaupt keine Idee. Jetzt ganz ehrlich nicht. Wir gucken uns erstmal an, was passiert. Und das ist ja auch das Schöne jetzt, ne? Ich kann mich hier sowas von, also für euch das Schöne, ich kann mich hier sowas von blamieren, wenn ich so ein Spiel live spiele. Ich sag mal, wenn ich bei Talos jetzt nicht weiterkommen würde, ne? Da könnte ich ja zur Not einfach was rausschneiden, es merkt keiner. Aber hier seid ihr live dabei, das geht nicht. Nicht, dass ich das bei Talos machen würde, ne? Aber ginge theoretisch. So. Also, was schon mal klar ist, wir machen das mal von vorne nach hinten. Wir brauchen auf jeden Fall hier so ein Ding, was hier so rüber geht. So, das ist, glaube ich, klar. Ne? Da brauchen wir nichts zu diskutieren. Das brauchen wir auf jeden Fall. So, dann brauchen wir irgendwas, was hier hin transportiert. Das ist, glaube ich, auch klar. Und dann brauchen wir was, was schweißt.
Und ich würde ja mal vermuten, ich würde ja mal versuchen, der muss ja, der muss ja an einer Stelle stehen bleiben und erst dann weiterlaufen können, wenn er geschweißt hat.